Lernzielarten in unter 2 Minuten. Expressversion für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. Let's go! Starten wir mit dem Leitziel. Das Leitziel ist das oberste Ziel, was wir haben und ist ganz allgemein gehalten. Das gilt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und ist nicht auf die Fahrschule beschränkt. In § 1 der Straßenverkehrsordnung steht zum Beispiel, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Und wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass keiner geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Das könnte man jetzt also als Leitziel sehen, denn das ist nicht nur auf Autofahrer, Motorradfahrer beschränkt, sondern auch auf alle anderen Verkehrsteilnehmer. Auf das Leitziel folgt das Richtziel. Das steht in § 1 der Fahrschülerausbildungsordnung und da steht, Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum sicheren, verantwortungsvollen und umweltbewussten Verkehrsteilnehmer. Außerdem die Vorbereitung auf die Fahrerlaubnisprüfung. Das ist das Richtziel. Danach müssen wir uns richten. Deswegen nennt man das auch so. Dann kommt das Grobziel. Das Grobziel kann man beschreiben als Stundenziel. Was will ich in dieser Fahrstunde oder in dieser Theoriestunde vermitteln? Wenn man die alle zusammennimmt, dann ergeben diese das Richtziel. Also wir wissen ja, der sichere, verantwortungsvolle und umweltbewusste Verkehrsteilnehmer. Das erreichen wir nur durch die verschiedenen Grobziele, also die verschiedenen Stundenziele. Wenn wir die alle zusammennehmen, dann erreichen wir das Richtziel. Und dann kommt das Feinziel oder die Feinziele. Und die Feinziele sind die kleinen Unterziele, die man innerhalb dieser Fahrstunde oder der Theoriestunde hat. Grobziel, was soll allgemein in dieser Stunde gelernt werden? Und Feinziel sind die kleinen Unterabschnitte, die man lernen muss, um im Endeffekt das Stundenziel zu erreichen. Und das sind die Lernzielarten. Wenn euch das Thema interessiert, wir haben noch ein ausführlicheres Video, das wir euch verlinken werden. Aber jetzt nicht vergessen, abonnieren, liken und kommentieren.